Willkommen! Es ist wieder Montag und wir sind im Kindergarten! Yay! Was für ein Riesenspaß! Oh mein Gott, sind wir heute vielleicht das letzte Mal im Kindergarten? Man weiß es nicht. Da, seht ihn euch an. Den Schlüssel, er ist neu. Den werden wir wahrscheinlich jetzt brauchen. Wir schauen mal in die Hints. Oh, hier, da, die sind neu, die Sachen. Okay, aber die wissen wir ja schon. So, dann haben wir jetzt Lilly. Heute versuchen wir, Lilly zu machen. Da fehlt uns einiges, da haben wir noch gar nichts. Und noch einen Haufen Monstermon-Karten muss ich finden. Aber die Monstermon-Karten kosten immer Äpfel, deswegen kann ich die Missionen nicht machen. Deswegen machen wir zuerst die Missionen und dann machen wir die Monstermon-Karten. Weil alle schreien ja danach. Okay, schade. Ich hätte noch gerne mehr Charaktere. Können die nicht mal noch, aber das ist ja noch Early Access. Vielleicht haben wir ja Glück und es kommen noch Charaktere dazu. Das wäre ja richtig cool. So, we need to buy cigarettes. Okay, Zigaretten brauchen wir also und Special Items von Monty, Nugget und von Bugs. In order. Okay, dann brauchen wir Special Items Monty, Nugget und Bugs. Das sind die drei Sachen hier, ne? Teacher Phone, bring the phone, den Schlüssel von Monty und von Bugs haben wir den, oder? Ach Quatsch, nein. Von Bugs war das Handy. Lassen wir hier. Wir brauchen die Nachricht. Die Nachricht von Nugget. Das war von Nugget. So, okay. Wunderbar. Geld. Ich habe kein Geld mitgenommen. Ich kann die Zigaretten nicht kaufen. Okay. Nochmal. Achtung. Von vorne. Hallo, es ist wieder Montag. Willkommen zurück im Kindergarten. Ich bin Kreis und wir spielen ein Spiel. Okay. Ja. Die Note brauchen wir. Wir brauchen Kohle. 2,25. Ob das reicht? Werden wir sehen. Heute machen wir alles ungeschnitten. Raw, Schlüssel und Telefon. Weil, ich habe nämlich keinen Clou. Okay, ja, ja, okay. Go to school. So, dann werden wir wenigstens schon mal nicht überfallen. Das spart uns am Ende schon mal einen Apfel. Zigaretten. Wir kaufen zuerst die Zigaretten. I want to buy something. Cigarettes. So, das sind alle Tipps, die wir haben. Jetzt habe ich wenigstens Zigaretten. Ja, ja, okay, ich weiß Bescheid. Die geben wir nachher dem Burli. Das heißt, wenn wir die Zigaretten brauchen, müssen wir auch zwangsläufig für die Mission während der Essenszeit, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, während der Essenszeit müssen wir dann nämlich rausgehen und ins Badezimmer. Und im Badezimmer sind diese drei Behälter. Okay, wir machen das mal. Wir machen das mal. Nothing right now. Ich hab alles. So, dann Lilly. Fangen wir mal an. Oh, hey, ich bin Lilly. Vielleicht kennst du. Hast du gehört, was mit meinem Bruder Billy passiert ist? Hab ich. Und ich habe diese Nachricht. Was ist das? Es sieht aus wie Billys Handschrift. Wo hast du das her? Was genau weißt du? Nugget hat's mir gegeben. Oh, ich wusste, Nugget hält mir was, hält mir was vor, halt so, ne? Weißt du, was draufsteht? Ich kann das nicht lesen. tja, dann musst du jemanden finden, der lesen kann. Wer kann lesen? Und ich weiß, wer lesen kann. Ich weiß es. Ja, weil Monty kann nämlich alles. Es kostet dich einen Dollar. Oh. Okay, verdammt. Wir haben nicht mehr so viel Geld, ne? Okay, jeez, das Handwriting ist... okay. Es sagt irgendwas über eine geheime Kammer im Principal Office, so, die mit dem Code geöffnet werden kann, der unten steht. Was ist der? Wie ist der Code? Ah, das ist bestimmt unter der... Da ist nämlich dieser blutige Teppich, ne? Wir waren ja wegen Nugget schon mal da. Deswegen ist es bestimmt dieser blutige Teppich. Okay. Diese Handschrift ist wirklich, außergewöhnlich schrecklich. Das wird eine Weile dauern, bis ich das dechiffriert habe. Okay, ich werde es dir dann beim Lunch. Kann ich es dir. Also bis zum Lunch habe ich es dann. So. Jetzt haben wir noch zwei Apples. So. Jetzt müssen wir Lilly. Oh, lass mich mal überlegen. Müssen wir jetzt ins Principal Office? Müssen wir ins Principal Office die Pillen vielleicht holen, damit wir hinterher an diese Stübchen drankommen? Ich weiß nicht. Sollen wir mal... Das ging über Nugget, glaube ich, die Pillen holen, ne? So.
mit Nugget über Billy reden, ne? Dann kommen wir, glaube ich, ins Büro. Und kriegen Pillen. Hm, weißt du denn, wo er ist? Nein, Nugget weiß nicht, wo er ist. Okay. Nuggets brauchst du deine Pillen. I don't know what you're talking about. Wir haben über ihn geredet. Oh nein, der Prinzipal hat mir aber verboten, über ihn zu reden. Aber ich muss es halt wissen. Dann enjoy mal deinen Trip zum Principal Office. Ach, ja, ja, der Principal hat mich angerufen. Der Principal ist ein wirklich sehr guter Mann. Was? Moment, was? Oh nein! Fuck! Scheiße, kann ich nochmal zurück? Restart Room, dann komme ich, ne? Ah, kacke. Okay, dann müssen wir nochmal neu starten. Ah, ich sag ja, das könnte ein bisschen länger dauern heute. Yeah, willkommen zurück im Kindergarten, es ist schon wieder Montag. Wir brauchen die Note. Oh, Moment, erst brauchen wir das Geld. Nein, wir brauchen alles. Hallo. Ach, das ist... So. Okay, also, dann müssen wir erst Lilly Bescheid geben, dass Nugget, dass Monty uns die Nachricht dechiffriert. Das hätte ich jetzt natürlich... Okay. Aber wir waren auf dem richtigen Weg. Wir waren auf dem richtigen Weg. Okay, dann gehen wir jetzt in die Schule. Hallo Bugs. Hallo Nugget. Hallo Lilly. Hallo Monty. Hallo Cindy. Hallo Jerome. Cigarettes. Hier. Haben wir eigentlich schon einen neuen Tipp bekommen jetzt vielleicht? Understood. Nein, nothing. Hints. Haben wir was Neues? Haben wir was Neues? Nein, haben wir nicht. Man muss ja zwischendurch mal reinschauen. So, dann war hier mit ihr reden. Wir geben dir das. Ja, okay. Nugget hat's mir gegeben. Ja, nein, nein. Okay, okay. Find someone to read. So. What can I do for you? You need to read it for me. Why? Okay. Okay, er wird es dechiffrieren für uns. Warum wird es tun? Weil er cool ist. Monty ist ein cooler Typ. Monty ist cool. Ich würde sagen, Monty ist bei mir auf der Friends-List direkt nach Nugget. Nugget ist ganz vorne. Nugget ist einfach der coolste. Ja, dann Monty. Da, ich weiß nicht, Jerome ist mehr so hinten. Jerome ist vor Bugs. Bugs ist ganz hinten. Wobei Bugs ja eigentlich ein cooler Messerstecher ist. Aber im Kindergarten, ne, da brauchen wir Peace on Earth und so. Jetzt sage ich Lilly Bescheid. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, Secret Hatch in Principal's Office. Oh. Okay. Ein Geheimnis. Da werden sie. Da halten sie Billy wahrscheinlich gefangen. Wir müssen da rein. Wir müssen ihn retten, aber. I need a way to get in there without the Principal. Okay, ich muss da reinkommen, ohne dass der Principal es weiß. Oder dass der Principal es mitbekommt. Ich habe einen Plan. Aber dafür brauchen wir ein Phone und einen Schlüssel. Ja, das ist ja ein Zufall, dass ich das Phone dabei habe. Das Phone aus einer anderen Dimension, in der ich die Lehrerin erstochen habe. Oh, wow, das ist so great. Jetzt brauche ich nur noch einen Schlüssel zum Office. Okay, ja, den habe ich auch dabei. Du hast ja alles, was ich brauche. Das ist so cool. Okay, ich kann dir jetzt meinen Plan sagen. Was ist denn der Plan? I need to actually get sent to the office alone. Once inside, you need to find that hatch. How do I get Nugget? Okay. Oh, good. Okay. Thanks. Okay. Okay, wenn er dir so ein komisches Device gibt, dann komm nicht zurück. Ja, okay, aber das wissen wir ja. Wir können ja ohne Device aus dem Büro kommen. Aber ich frag trotzdem nochmal, warum. Ach so, das ist hier ein Abhörgerät. Ja, okay. Dann haben wir einen neuen Hint. Das ist cool, das ist cool. Oder? War das ein Hint? Habe ich da einen Hint gesehen? Ja. Oh, da fehlt aber trotzdem noch was. Nugget will send you to the office alone if you don't stop talking about Billy. Okay, ja gut, das hatte ich ja jetzt gerade schon. Was ist mit Billy passiert? Weißt du, wo er ist? Nein. Ja, ach, das weiß nur Nugget. Nugget weiß, wo er ist. We're just talking about him. Okay. Aber ich muss es unbedingt wissen. Ach, was auch immer, Nugget. Oh nein, die Frau mit ihren Hängeglocken. Die immer rhythmisch, immer rhythmisch. Hört ihr es im Hintergrund? Immer im Takt. Okay, ich war ein bisschen hypnotisiert gerade von den ekligen Glocken. So, fühlt sich also schlecht? Ja, da, ich fühle mich sehr schlecht. Okay, naja, es ist nichts, wofür man sich schlecht fühlen muss. Ich habe da ganz leckere, tolle Sachen für dich, ne? Guck
guck, hier unten, da ist nämlich das Blut. Daran kann ich mich noch erinnern. Dieses Büro ist nämlich sehr, sehr imposant. Kann ich mal unter den Teppich schauen? Ey, du da, du brauchst hier nicht in meinem Office rumsnoopen. Hau mal ab hier. Okay, was? Alles ist okay. Pillen hat er mir gegeben. Nimm ruhig mal eine. Ja, ja, hau dir mal eine rein. Ist doch geil, ne? So, okay, jetzt. Hä? Moment. Kann ich denn jetzt nicht mit ihm... Ich muss doch mit ihm kommunizieren. Ach so, hast du den Hatch gesehen? Ja, habe ich gesehen. Habe ich gesehen, ist unter dem Teppich. Okay, dann gehen wir jetzt über in die nächste Phase. Wir müssen einen Weg finden, ins Principal Office reinzugehen, während er nicht da ist. Und wie machen wir das? Wir müssen einen Weg finden, ihn raus... okay. Ich denke, ich kann ihn rauslocken, wenn ich ihn anrufe. Okay, Monty sagt, er hat den Code für den Hatch am Lunch. Okay, dann sehen wir uns da. There's one more thing. Wenn das alles hier schief gehen sollte. Okay, was, dann brauchen wir eine Ausrede? Nee, dann brauchen wir Beweise. Okay, wir brauchen Beweise. Okay, wo kriegen wir denn die Beweise her? Naja, du weißt, wenn irgendwas in der Schule passiert, wer macht es dann sauber? Okay, ich glaube, der Hausmeister hat something. Okay, der Hausmeister hat wohl damit was zu tun. Schau, ob er irgendwas Blödes macht. Okay, New Hint. New Hint. Schauen wir doch nochmal rein. Hier zwischen fehlt was. Habe ich was vergessen? Habe ich irgendwas vergessen? You can get evidence by convincing the janitor to clean the toilet. Also wir müssen... Okay, Moment. Wir müssen den Hausmeister dann dazu kriegen, die Toiletten zu putzen. Und die... Wir treffen uns erst beim Essen, oder? Okay. Nothing right now. Gut, dann flitzen wir mal los. Dann kommt die Tante hier. Ich brauche einen Pass. Okay. Ja, ja, ich muss. Ich muss halt ganz dringend. Ich glaube, der Stift guckt schon. Der guckt schon eine kleine Zapfen, der guckt schon ein bisschen raus. Hey, Pickli. Geh weg. Okay, ja, ja, hier, nimm mal den Pass. Machen wir schon alles. Ja, das ist echt fair, ne? Okay, hier ist der Janitor. Oh, ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, dass der Janitor uns irgendwie wieder mit seinem Stöckchen hier stöckelt, ne? Erstmal gucken, was hier so geht. Boah, hier ist voll Pipi und Kaka. Und das muss er nämlich genau. Wir müssen ihn überreden, sauber zu machen. Ich will es gar nicht wissen. Was für Bags? Ah, die Bags. Okay, Moment, nein, nein. Ich muss ja irgendwie... Scheiße, müssen wir die Toilette... Muss ich die Toilette erst triggern? No way I can use it. Okay. Other Stall, sind alle besetzt. Ich glaube, in einer wird gerade stark masturbiert. Moment. Ich glaube, der wird uns umbringen, oder? Oh Mann. Was hat das mit dem Bluten zu tun? Was, ja. Ah, warte mal, ich muss nochmal... Wir starten den Raum nochmal neu. Wir starten den Raum nochmal neu. Hä? Ich wollte nur den Raum neu starten. Okay, Moment. Wer hatte das gesagt? Nein, okay, Moment. Jetzt holen wir uns... Oh Mann, der startet ja den Tag fast komplett neu. Ach so, wir starten ja quasi die Dings neu. Ne? Wir starten ja nicht den einzelnen Raum neu. Wir gucken jetzt erstmal unter den Teppich. Okay. Wir starten ja nicht den einzelnen Raum neu, sondern quasi die Sequenz. Es ist ja jetzt gerade Morning Time.
Und die starten wir dann neu. Okay, der Principal hat mir Pillen gegeben. Hau rein, Digga. Ja, sicher. Gib dir mal ordentlich eine Pille. Jetzt gehen wir hier zu... Okay, ich weiß was, was du nicht weißt. Ich habe den Hatch gefunden. Okay. Jetzt gehen wir da rein und machen alles klar. Ich muss also... Ich habe das Gefühl, ich muss erst die Toilette anquatschen. Also nicht anquatschen. Ich kann natürlich jetzt nicht da hingehen und sagen, hallo, Toilette. No. Aber ich kann ja da hingehen und gucken, dass sie dreckig ist. Und gehe dann zum Hausmeister und sage ihm, hier, da ist Pipi-Kaka, mach das mal weg, mein Freund. So, jetzt gehen wir mal da rein, Pipi-Kaka-mäßig. So, und jetzt gehen wir erstmal zur Toilette. Lalalala. Oh, es ist eigentlich so ein cooles Spiel und es macht so Spaß, auch dieses Rumrätseln und Ausprobieren und so, es ist so ein cooles Spiel. Und ich hoffe so sehr, dass viele von euch dieses Spiel vielleicht auch spielen. Weil, ne, ihr wisst, dann kriegen die Entwickler Geld und sehen, wow, und vielleicht gibt's dann DLC von mir aus auch. Ich gebe auch nochmal 2 Euro aus für einen neuen Charakter. Weißt du, so, bin ich ganz ehrlich, habe ich kein Problem mit. Es kostet eh nur einen Fünfer. Gut, die Toilet. Needs dringend Cleaning. Ich hab da nicht reingekackt. Er wird für Stunde bezahlt, nicht nach Toiletten. aber die anderen sind alle benutzt. Okay, jetzt muss ich nämlich an den Sack. Jetzt muss ich an den Sack und den Beweis finden. This is an extremely bloody... Okay, was habe ich denn genommen? Oh, jetzt muss ich aber raus. Was habe ich denn da gefunden? Was ist das? Warum jetzt zum Lunch? Ich... Oh Mann. Notfalls habe ich noch die Pillen, die ich verticken kann, ne? Ich habe einen Finger gefunden! Das ist eklig. Oh Gott. Ich hoffe, das ist nicht Billys Finger. Okay. Irgendwie funktioniert das schon. Es muss nicht billig sein. Ein abgeschnittener Finger ist mehr Grund zur Panik, okay. Okay, was nun? Oh Mann. It's time to find out what happened to my brother. Hast du den Code von Monty? Noch nicht. Okay, dann komm wieder, wenn du ihn hast. Monty! Monty ist ein rothaariger Junge mit Sommersprossen, ne? Okay, wollte ich nur mal sagen. I figured you'd be seeing a... Der Janitor kann es halt nicht richtig aussprechen. Okay, das ist ja eine alte Geschichte. Hast du es dechiffriert? Oh, klar habe ich das. Ich habe es auf die Rückseite geschrieben. Hier, viel Spaß damit. Was haben wir denn da? 4851 ist der Code, okay? Ich weiß nicht, wo mein Stift ist. Na, egal, wir sehen es ja. Hast du es? Ja. Okay, was als nächstes? Okay, ich habe die Lunch Lady bezahlt. Okay, gut, sehr gut. Ich habe nämlich nichts mehr. Wir müssen jetzt in den Bathroom. Okay, und von da usen wir das Phone. Wir treffen uns dann dort. Okay, ich will mal ganz kurz bei den Tipps gucken. Hä, stand da nicht gerade New Hint? Nö, anscheinend nicht. Okay, wir brauchen auf jeden Fall die Kippen. Dann müssen wir jetzt raus. Lilly, nicht... Ganz schön schnell. Hey, was zur... Hey, kleiner Hombre. Was so? Ist er ein bisschen zu jung, um das hier... Um dein kleines Girlfriend mit hier reinzubringen, Alter. Okay. Du solltest damit mindestens bis zur 6. Klasse warten. Ich werde euch beide zum Principal bringen. Nein, du verstehst es nicht. Das ist sehr wichtig. Du kannst es jetzt nicht aufhalten. Da muss es doch irgendwas geben, was wir machen können. Meine Zigaretten sind alle gegangen. Wenn ihr eine Packung habt, dann könnt ihr, ne, dann müsst ihr nicht lutschen. Okay, wow, Bruder, alles klar, dann macht, was immer ihr hier wollt. Ich schätze, die Zeiten ändern sich. Ja. Gut, dass du diese Zigaretten mitgebracht hast. Nun gib mir das Telefon. Ich muss jetzt einen... Oh, hallo, Mr. Principal. Ja. Lilly, bist du das? Wie kannst du mich anrufen mit dem Telefon deiner Lehrerin? Also, gib sie mir ans Telefon. Nein, wenn du ihr Leben retten willst.
Dann kommst du lieber jetzt in den Classroom. Was soll das denn bedeuten, Lilly? Kannst du mir das beantworten? Aufgelegt, okay. Das sollte reichen. Ich kann ihn hören, wie er runtergeht. Okay, okay. Dann jetzt schnell. Oh, Lilly, oh mein Gott. Was wird sich hier offenbaren? Come on, open the door. Okay, ja, ja. Principal Office, unlock. Okay, ich habe den Schlüssel. Alles gut, alles gut. Okay, ich kann es nicht glauben, dass wir drin sind. Wo ist dieses Ding? Da hinten, unter dem Teppich in der Ecke. Was zur... Boah, da ist... Da ist kein Platz, wo man irgendeinen Code entern muss, eingeben muss, entern. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Was sollen wir jetzt machen? Oh, scheiße. Jetzt wird hier wahrscheinlich irgendwo ein Schlüssel sein, oder? Hier im Mülleimer war nix. Da war eine Monstermann-Card, oder? Ja, take the card. Nein, leave the card. Hier die Pistolen. Er ist doch aber auch krank, der Typ. Okay, hier, eindeutig. Okay, da. Open the drawer. Okay, der Schrank hier. Nimm den Schlüssel. Nur zwei Apples, Lilly. Oh Gott, jetzt gehen wir in die geheime Kammer. Da bin ich ja mal gespannt. Wahrscheinlich liegen da voll die Leichen drin oder so. Was? Okay. Open the hatch. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ist Billy da unten? Billy da unten? Ist Billy, Billy ist bestimmt tot oder so. Bevor wir da runtergehen, muss ich sagen, danke. Okay. Wir wären ohne dich nicht so weit gekommen. Was jetzt immer da unten passiert, bleib bei mir. Ich kann das schaffen. Okay, dann gehen wir nochmal runter. Alter! Wow! Ich glaub das nicht, das ist unter... Billy! Billy! Was haben sie dir angetan? Okay, wir müssen einen Weg finden, ihn da rauszubekommen. Beeil dich. Darf ich mich vielleicht erstmal umsehen? Was ist das hier? Das sieht aus wie das Essen aus der Cafeteria. Oh. Oh nein, sieht aus, welche Geheimzutat wir... Oh nein. Mensch! Sie tun Menschen in das Cafeteria-Essen. Das ist eine Verschwörung. Okay, Lilly, was sollen wir machen? Wir müssen einen Weg finden, ihn hier rauszubekommen. Drück vielleicht ein paar Knöpfe am Computer. Alter, voll der Computer. Enter a command. Okay, okay, okay. Wir haben 5 Äpfel. Wir haben 4 Knöpfe. Hat das was zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Ich drück mal den gelben Knopf. Active Tank Challenge 2-1. Okay, soll ich mir das mal kurz notieren? Ich notiere mir das kurz. Ich tippe mir das mal eben in meine Handy-Notizen. Obwohl, sollte man sich merken können eigentlich. Gelb wechselt die Kammer. Rot. Oh! Okay, rot neutralisiert also den Content. Okay, sehr schön. Ich probiere einfach erstmal alle aus. Der grüne Button. Reverting mutation process on contents of tank 1. Error. Contents of tank 1 cannot be reverted. Okay, reverten ist grün. Okay, eins ist, also gelb ist wechseln, grün ist wiederbeleben und blau. Releasing content of all viable tanks. Oh mein Gott, nein! Was ist das? Was ist das? Oh Gott, es saugt an meinem Kopf oder so. Oh. Make sure the creature by the ladder has something to attack before setting it loose. Also ich soll sicherstellen, dass er was zum Angreifen hat, bevor wir ihn freilassen. Billy, okay. Okay, okay. Das brauche ich mir nicht unbedingt angucken. Kann ich da in das Loch fallen? Alter, ist das widerlich. Okay, Moment. Enter a command. Wir drücken mal gelb. Jetzt nochmal gelb. Okay, und jetzt grün. Wow! Es hat funktioniert. Du hast ihn repariert. Jetzt müssen wir einen Weg finden, ihn da rauszubekommen.
der Blaue war rauslassen, oder nicht? Oh nein! Oh fuck. Oh oh. Das wird nicht gut enden. Das wird nicht gut enden. Oh nein! Okay, kill the creature near you before you hit the blue button. Okay, ach so. Oh, das kostet aber alles Aktionen. Aber das könnte man ja jetzt hier outfiggern. Jetzt muss ich eigentlich... Moment. Dann muss ich... Der gelbe switcht. Also muss ich jetzt eigentlich... Moment. Jetzt den gelben Knopf drücken... Dann den roten Knopf drücken. Dann den gelben Knopf drücken. Dann den grünen Knopf drücken. Jetzt habe ich nur noch eine Aktion. Billy! Es hat funktioniert! Du hast es repariert! Jetzt müssen wir einen Weg finden, ihn da rauszubekommen. Oh nein! Oh Gott. Ich kann nicht sehen. Oh. Finger weg von meinen Experimenten. Ich wusste es. Ich wusste, dass du alle hinter dem steckst. So hat es mein Bruder die ganze Zeit. Ja, Lilly. Ich wusste, ich hätte... Ne, du warst echt ganz schöne Bazille. Ich wusste, ich hätte jemand anders auswählen sollen. Für was? Für was aussuchen? Was soll das hier alles bedeuten? I suppose you should know what this is all. Ich würde schon gerne wissen, warum das hier alles passiert. Diese Kreaturen haben unter der Schule gewohnt. Und sie haben irgendwie Chemikalien von sich gegeben, der interessante Auswirkungen auf das menschliche System hat. Ich habe es in Tabletten gepackt. Achso. Es hat eine andere Auswirkung auf jede Person, die es ausprobiert. Miss Applegate. okay. Was mit Nugget? Ja, es hat ihn repariert. Ich wusste nicht genau, was mit ihm nicht gestimmt hat. Aber dann habe ich gesehen, sie machen ihn besser. Was ist mit Billy? Ja, die Kreatur neben ihm im Tank ist... ne? Ach so, okay. Irgendwas muss man mit Menschen mischen, so um das Risiko zu verringern. Das explodiert aber nicht Billys Dings. Nugget war eigentlich mein Original-Testsubjekt, aber ach so. Was? Dealing with a dog? Also er ist hier, Billy ist über eine von diesen Kreaturen gestolpert, ne? In der Kammer vom Janitor. Als er gerade irgendwie einen Hund fertig gemacht hat oder so. Okay, das ist, glaube ich, alles, was ihr wissen solltet. Jetzt muss ich euch umbringen. Jetzt muss ich den blauen Knopf drücken, oder nicht? Ja, klar. Und dann lasse ich alle raus und die Kreatur hat endlich was zum Angreifen. No! Was hast du getan? Bleib weg von mir! Ah, jetzt wird er ihn ansaugen. Er wird ihn ansaugen. Alter! Oh, die Au das Auge! Wo will er hin? Er hat ihn mitgenommen. Billy! Billy, wach auf, komm schon! Wo bin ich? Was ist passiert, Lilly? Er lebt, er ist sicher, wir haben es geschafft! Können wir bitte hier abhauen? Ich möchte nach Hause. Natürlich können wir, Dummkopf. Aber zuerst müssen wir zum Show and Tell. Oh, da, er ist zurück. Nuggets Freund ist zurück. Billy wurde gerettet von dem bösen Principal. Ruhe, Verrückter. Okay, ich hoffe, ihr habt alle eine gute Erklärung. I'm sorry, Mrs. Applegate, aber wir haben Billy gefunden. Ich war in irgendeiner Dings unter der Schule.
Ah, okay, Es gibt keine Entschuldigung. Geh ins Principal Office. Der Principal ist explodiert. Okay, da ist keiner mehr, der meine Schecks unterschreibt? Ich glaube nicht. Okay, dann bye. Ich glaube, wir können dann jetzt auch nach Hause gehen. Wow, Leute. Oh, ich weiß nicht, ob die Worte einfach nur... Also, ob ich Worte finden kann, die das... den Dank ausdrücken können. Ja, du hast mein Leben gerettet. Das ist das Ding, was ich machen kann, um das wieder auszugleichen. Oh, doch, da ist vielleicht eine Sache. So, ah, du hast recht. So, da hast du sie. Eine ultra seltene Monstermon-Card, Alter. Unser Vater hat in der Company gearbeitet, die sie gemacht haben. Und es ist nur eine... Es existiert nur eine davon. Und du kannst diesen Collectors Guide haben. Er sagt dir, wo du Monstermon-Karten findest. Ah, okay. Haha. Auf Wiedersehen. Wow, wir haben es geschafft. Der blauäugige goldene Drache. 25 Cent. Es ist Montag. Wow. Dann schaue ich mir doch mal die Karte an noch. Das ist der blauäugige goldene Drache. Please don't shoot. Okay. Ja, Freunde. Das war's von unserem wundervollen Kindergarten. Wo ist denn der Collector's Guide? Ich habe doch auch einen Collector's Guide gekriegt. Ach so, boah. Der Collector's Guide. Bugs will give you Cactus Outlaw if you give him cigarettes. Ja, cool. Freunde, wenn ihr dann Bock habt auf noch eine Folge, ja, dann lasst mich das bitte unbedingt wissen, wenn ihr Lust habt, noch mit mir die Monstermon-Karten zu sammeln, um dann herauszufinden, was passieren wird, wenn man alle Monstermon-Karten hat. Dann lasst mir einen Kommentar da oder sagt Bescheid, macht ein Like, macht was ihr wollt, macht es nicht, egal, wenn es euch gefallen hat, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Support ist wichtig, um davon zu leben. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal in unserem wunderschönen Kindergarten. Bis dann und wieder reingehauen.